Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator. Ja, wir machen weiter mit unseren Sunny-Fahrzeugen, würde ich sagen. Wir haben in der letzten Folge ein schönes Haus gebaut, das ist hier noch neben mir. Da haben wir mit dem neuen Sunny-Turmtrickkran quasi fast die ganze Arbeit eigentlich verrichtet, muss man so sagen. Eigentlich haben wir da alles damit verrichtet. Ich hatte nur den Bagger genommen, weil ich gedacht habe, ich muss hier mit dem Bagger ein paar Materialien wegschaffen, aber nö, haben wir nicht gebraucht. Wir haben jetzt in der letzten Folge noch einen neuen Auftrag angenommen und das heißt, wir müssen mit einem kleinen Bagger eine Gartenanlage herrichten, erstellen, ausbessern, verschönern, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall würde ich mir dafür gerne von Sunny einen kleineren Bagger nehmen. Einfach weil, ich glaube, so ein kleinerer Bagger passt für so kleinere Arbeiten ganz gut. Wir haben hier den Kompaktbagger und da würde ich sagen, den kaufen wir einfach mal. Und dann gehen wir mit dem einfach mal zu der Baustelle hin. So, steigen wir gerade mal ein. Gucken wir uns die Kiste gerade erstmal an. Dieser Schrei immer. Okay. Geht gut los auf jeden Fall. Gut, das ist der kleine Sunny Kompaktbagger. Richtig kleines, niedliches, süßes Ding. Mal gucken, was wir mit dem alles anfangen können. Ja, auf jeden Fall. Er macht Dinge. Finde ich cool. Setzen wir uns doch einfach mal rein. Gucken wir uns die Kiste doch mal von innen an. Oh Gott, wir haben ja hier innen drin gar keine Anzeige. So wirklich doch da auf der Seite. Aber man hat auf jeden Fall eine wunderbare Rundumsicht. Also das ist auf jeden Fall. Gut, ich bin mal gespannt, wie der sich auf der Baustelle schlagen wird. Und ich würde sagen, wir begeben uns einfach mal direkt zur Baustelle hin. Ich denke mal, von der Größe her wird er wahrscheinlich reichen. Notfalls nehmen wir uns den mittelgroßen Sunny mit dazu oder halt die teurere Variante, den ganz großen. Und dann sehen wir einfach mal weiter. Ich hoffe mal, dass wir in den nächsten Folgen es schaffen, irgendwie alle möglichen Fahrzeuge zu verwenden. Natürlich kann ich es nicht versprechen, dass ich an alle denke. Ich werde mir aber Mühe geben, dass wir wirklich die Fahrzeuge verwenden oder wenigstens mal live ansehen. Weil ich glaube, für den Bohrer werden wir wahrscheinlich keine Aufgaben reinbekommen. Keine Aufträge. Müssen wir einfach mal gucken. Oh Gott, der Felsbrocken sieht echt groß aus. Ich weiß nicht, ob die kleine Kiste hier sowas Großes anheben kann. Ja, wie Spielzeug. Überhaupt kein Problem. Total easy. Kann man auch vorne das Schild absenken oder geht das bei dem auch nicht? Ich glaube, das geht nicht. Nee, sieht nicht so aus. Okay, na gut. Aber so an sich, kleiner, schneller oder recht schnell und wendiger Bagger. Schönes Fahrzeug auf jeden Fall. Und das sind eher so Bagger, ja, die hat man wirklich bei so kleinen Gartenumgestaltungsaufgaben zu Hause im realen Leben, hat man so Bagger auch mal vor der Tür stehen. Das ist was ganz Normales, ist auf jeden Fall passender als so ein riesen fetter Bagger dahin zu stellen, der eigentlich tausendmal zu groß ist für so eine Baustelle. Aber der nimmt natürlich auch so gut wie keine Erde auf, weil das ist halt mal eine ganz, ganz kleine Schaufel. Kann man nichts machen. Schmeißen wir die einfach mal so ein bisschen daneben, die Erde. Okay, Schaufel schon wieder voll. Aber funktioniert. Was will man mehr? Funktioniert auf jeden Fall. Wie gesagt, kleiner süßer Bagger. Können dann auch noch den Mobilbagger mal dazu holen. Vielleicht haben wir ja noch irgendwas zum Ausbuddeln dann. Können wir den mal austesten. Und uns den mal so ein bisschen von nahen anschauen. Aber Fahrzeugmodelle beim Bausimulator, man findet halt eigentlich nichts, wo man drüber meckern könnte. Ich meine, klar, wenn man jetzt vielleicht die realen Modelle kennt, dann fällt einem vielleicht die eine oder andere Sache auf, könnte ich mir vorstellen. Aber so an sich, ich kenne die realen Fahrzeuge so nicht aus dem täglichen Leben. Da sehe ich jetzt nicht, ob da irgendeine Schraube quersitzt oder so. Deswegen, da bin ich ganz gelassen. Hauptsache, die Fahrzeugmodelle sehen so an sich aus, wie so Fahrzeuge, die man aus dem täglichen Leben kennt oder aus dem realen Leben. Und das kommt schon so hin, die Richtung. Was will man mehr? Gut. Die Bäume liegen auch schon da, sehe ich gerade. Ja, komm, dann würde ich sagen, komm, machen wir mal mit dem Bagger hier weiter. Dann können wir auch gerade mal ein Foto machen. Ich habe in der letzten Folge nämlich vergessen, ein Foto zu machen. Und habe das dann wieder so ein bisschen bereut. Konnte aber die Szene nicht mehr so wirklich nachbilden. Ich habe einfach da ein Baggerbild genommen. Habt ihr wahrscheinlich gesehen. Aber passt hoffentlich. So, haben wir das? Können wir auch gerade noch schnell den Abo-Button einblenden. Und dann machen wir weiter mit den Bäumen. Aber nee, das ist so ein richtig schöner Bagger für solche Baustellen. Kleine Gartenlandschaftsumgestaltungsaufträge. Wunderbar dafür geeignet.
So. Dann einmal um die Kurve. Bäumchen platzieren. Genau. Müssen wir noch da hinten an den anderen drankommen? Kriegen wir aber hin. Ich finde, er hat eigentlich voll die gute Reichweite dafür, dass das so ein kleines Dingchen ist. Oder? Der ist gar nicht so verkehrt, auf jeden Fall. So, Baustelle räumen. Sind wir schon mit durch? Haben wir schon die paar Bäumchen gepflanzt? Ja, wunderbar. Gut. Dann ist der Einsatz für den kleinen Bagger schon erstmal vorbei. Sprechen wir erstmal mit der Vorarbeiterin. Wunderbarer Garten. Wunderbarer Garten. Sehr schön. Okay, gut. Dann suchen wir uns doch gleich mal den nächsten Auftrag raus. Was haben wir denn da Schönes? Verkehrsstraße beim Flugplatz. Ja, weiß ich nicht. Silo Industriegebiet. Klingt aufwendig, klingt cool. Silo Industriegebiet hätten wir hier auch. Verkehrsstraße, Bürogebäude beim Flugplatz. Klingt auch aufwendig, klingt aber auch verdammt gut. Würde ich fast sagen, nehmen wir an, oder? Oder wollen wir was Kleineres nehmen? Was machen wir denn, was machen wir denn, was machen wir denn? Würde ich fast sagen, wir haben noch nie ein Silo gebaut. Bauen wir ein Silo, oder? Machen wir es so. Bauen wir ein Silo. Wir werden wahrscheinlich auch viel für den Bagger haben. Mobilkran. Oh, Mobilkran bietet sich an. Kriegen wir vielleicht den Mobilkran unter. Finde ich gut. So, die Kiste würde ich dann gerne eigentlich einlagern, aber machen wir dann. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Da unten Industriegebiet. Machen wir gerade mal eine Schnellreise. Ich will mir erstmal die Baustelle angucken. Und dann gucken wir mal, was wir überhaupt hier brauchen. Wahrscheinlich da drüben ist unsere Baustelle, so wie es aussieht. Okay, wir müssen auf jeden Fall Oberboden abtragen in den Bereichen. Ich glaube, eine Planierraupe hatten wir, glaube ich, nicht, oder? Von Sunny. Gucken wir gerade einfach nochmal nach. So, Sunny. Nö, 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 nö. Nee. Da hatten wir keine. Wir hatten den Motorcrater, aber damit kannst du halt irgendwie nicht so in den Boden wirklich rein. Du kannst, wenn du da unebene Straßen hast, kannst du da gescheit drüber rutschen. Aber ansonsten, ich glaube, mit denen so Boden abtragen ging, glaube ich, nicht. Ich meine, wir können es mal probieren. Da haben wir das Fahrzeug wenigstens auch mal im Einsatz gehabt. Aber das ist mehr was für Straßenbau. Ja, Straßenbau kannst du damit eher was anfangen, weil du kannst halt, glaube ich, das Schild einfach nur auf Null absenken, aber nicht in den Boden rein. Oder du kannst gar nicht absenken. Nee, du kannst damit nur rechts, links drehen. Aber ist auch okay. Ja, man kann hinten die Zähnchen runterfahren. Ansonsten haben wir jetzt das Sunny-Fahrzeug auch mal gesehen. Wir können es ja gerade noch mal kurz bewegen. Weil ich weiß nicht, ob wir dafür noch einen Auftrag reinkriegen. Für so ein Fahrzeug. Und ich habe ja bis jetzt auch erst ein einziges Mal im realen Leben so ein Fahrzeug tatsächlich gesehen. Auf der Autobahnbaustelle. Vorher nie gesehen, so eine Kiste, aber letztens erste Mal. Gut. Mit dem Fahrzeug können wir also nicht wirklich viel anfangen. Das heißt, wir werden unseren Fuhrpark mal benutzen. Fuhrpark, wir haben ja hier alles Mögliche an Planierraupen da. Irgendwo, auf jeden Fall. Wir hatten auf jeden Fall was. Da, Planierraupe. Verdammt groß. Wir nehmen die etwas kleinere. Lagern wir aus, steigen wir ein, bringen wir zur Baustelle, fahren wir kurz drüber. Fertig, aus. Vielleicht müssen wir noch irgendwie im Boden reinbuddeln. Ich hoffe es doch, damit wir unseren Bagger auch benutzen können. Wobei dann wieder die Frage wäre, warum fährt man erst mit der Planierraube drüber, wenn man es auch gleich mit dem Bagger abtragen könnte. Aber egal, egal, wir gucken einfach. So. Jetzt kann erst mit der Steuerung wirklich wieder reinkommen, wieder reinfuchsen. Arma ist lustigerweise sehr schnell wieder bei der Steuerung drin. Ich habe es jetzt wirklich lange nicht mehr gespielt. Lange, lange nicht mehr gespielt.
Das letzte Mal beim Flughafen DLC, beim Airfield Expansion Zeugs. Da habe ich das letzte Mal gespielt. Und jetzt halt die letzte Folge und diese Folge nehme ich mal wieder auf seit langem. Aber man kommt wirklich sehr schnell wieder rein. Das ist wirklich verblüffend. So, wir kratzen gerade hier nochmal den Rand aus und haben wir das auch. Ich bin da ja immer ein bisschen großzügiger, weil das Spiel hat mich gelehrt, lieber zu großzügig sein als 10-mal nacharbeiten. So, Kreise ausschieben ist immer so ein bisschen schwierig. Fahren wir einfach so ein bisschen kreuz und quer. Okay, ich kann aber da gar nicht weiter rausfahren, weil da der Kranverdichtungsplatz ist. Aber egal, wir brauchen nur noch einen einzigen Prozent. Den kriegen wir schon hin. Den kriegen wir schon hin. Ich tue das Schild gerade nochmal anders. Nein, ich kann da nicht mal zurückfahren. Warum kann ich nicht zurückfahren? Jetzt geht's. Wunderbar. Gut. Okay. Und bitte sag mir jetzt, dass ich irgendwas ausbuddeln soll. Ich will die neuen Bagger ausprobieren. Bitte, bitte. Kram ausheben. Juhu. Ja, Mann. Kram ausheben. Sehr cool. Dann nehmen wir den Bagger, den wir da oben hatten, oder? Den mittelgroßen. Vielleicht können wir auch noch den ganz großen mal dazu holen, ganz kurz. Und weil wir jetzt Erde als Abfall haben, würde ich auch noch gerne den neuen... I believe I can fly. Würde ich gerne hier den neuen Muldenkipper vielleicht hinzuholen. Und den dann mal vollstopfen. Ich weiß, der ist vielleicht ein Ticken übertrieben. Also, ich weiß nicht, ob das so eine ganz große Variante ist von dieser Bauart, aber der sieht schon groß aus. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die komplett übertriebene große Variante ist. Da bräuchst du ja so richtig fette Schaufelradbagger, damit du so Fahrzeuge dann voll kriegst. Da rechne ich mal nicht mit. Gut, wo fangen wir denn an? Ich würde sagen, hier mit dem Strich, der am weitesten nach hinten führt. Nehmen wir einfach mal den. Den haben wir uns noch gar nicht von innen angeschaut, oder? Nee, haben wir noch nicht. Stimmt, das war der. Ja, man könnte natürlich auch da hinten rausgucken. Wäre natürlich schön, wenn es hier auch so fließend übergehen würde. Wie jetzt halt beim Heavy Duty Challenge. Simulator, ja, bei dem Truck Trial Simulator, nennen wir es lieber so. Da geht es ja auch ganz flüssig nach draußen und beim ETS ja auch, aber hier bei dem Spiel springt es halt ab einem gewissen Punkt einfach so in diese Außenansicht. Das ist manchmal halt ein bisschen hinderlich. Aber naja, Hauptsache wir können nach hinten rausgucken. Oh, der reißt gut weg. Aber wir brauchen, wie gesagt, noch den Muldenkipper. Den Muldenkipper müssen wir uns kaufen. Machen wir gerade mal. Gehen wir hier auf Betreten. Dann auf das Sunny-Pack und dann haben wir hier den auf den ersten Blick wirklich krass groß wirkenden Muldenkipper. Ich hoffe ja mal nicht, dass der so ganz krass übertrieben ist. Das ist einfach so ein mittelmäßiges Fahrzeug. Ist vielleicht ein Ticken größer wie den normalen Muldenkipper, wäre schon nice. Gut, jetzt wird's spannend. Trommelwirbel. Es wird spannend, es wird spannend, es wird spannend. Ja, ist schon ein Ticken größer. Wir sehen gerade so ein bisschen davon. Ja, hat halt nicht ganz so eine große Ladefläche, oder? Aber der ist schon für die größeren Baustellen gedacht. Boah, der hat eine breite Ladefläche. Boah, da muss man wirklich gucken, ob man mit den normalen Baggern da überhaupt hochkommt, um das da reinzuladen. Warnlichter funktionieren. Wir können gerade auch mal reingehen. Wackelkopf-Harpe ist auch schon am Start. Ansonsten, ja, krasses Fahrzeug. Überall schön viele Spiegel. Lässt sich gut fahren. Mal gucken, ob wir damit auf die Straße passen. Müssen wir gerade mal austesten eigentlich.
Normalerweise müsste man draufpassen, glaube ich, aber da ist halt eine Spur wahrscheinlich dicht von der Breite. So, dass wir da gerade so draufpassen, denke ich mal. Gucken wir doch gerade mal. So. Ja, ist sogar noch ein bisschen Platz. Könnte noch mehr. Könnte noch breiter sein. Aber krass, krasses Fahrzeug. Sehr cool. Machen wir mal eine Schnellreise auf die Baustelle. Gucken wir mal, ob wir die Kiste irgendwie beladen bekommen. Oder ob wir da Spezialbagger brauchen, die hoch genug kommen, um da überhaupt Erde reinzufüllen. Und dann mal gucken, wie viele Schaufeln wir da reinkriegen. Komm, mit den fetten Reifen können wir da auch runterfahren, oder? Ich glaube, das war nicht so gut. Die Erde drückt sich weg. Der ist zu schwer. Ah, hat er genug Kraft, um da hochzufahren? Nee, hat er nicht. Na, wir schaffen es aber wieder raus. Gut. Ja gut, dann fahren wir einmal rückwärts an den Bagger dran, dann können wir besser einladen. Was eine krasse Kiste. Ich muss gerade mal was testen. Warnblinker. Geht der Warnblinker aus oder geht er an, wenn man aussteigt? Oder bleibt er an? Nicht geht er an, bleibt er an. Weil normalerweise geht er ja immer aus, wenn man aussteigt. Ist vielleicht ein Ticken zu nah. Ja, man merkt, ich bin nicht mehr so ganz in der Übung. Aber gut. Er blinkt noch. Sag bloß, die haben das mit dem Warnblinker hinbekommen. Normalerweise hat er immer aufgehört zu blinken, wenn man ausgestiegen ist. Und es sieht so aus, als funktioniert das mittlerweile. Ja, krass. Nice. Sehr schön. Das ist cool. Das ging ja seit Anfang an nicht, dass man die Warnblinker anlassen könnte. Ich meine, im Singleplayer interessiert keine Sau, ob man die Warnlichter anhat, Warnblinker oder so weiter. Aber es ist jetzt cool, dass das funktioniert. Das war immer so ein Punkt, der hat mich immer gestört gehabt, obwohl das eigentlich total unwichtig ist. Aber ich finde, sowas zählt halt einfach zu den Details mit rein. Und es war halt ein Detail, wo halt einfach nicht ganz so sexy war. Und man wusste, man hat ihn eingeschaltet und der geht erst wieder, wenn man einsteigt. Sobald man aussteigt, ist der aus. Jetzt endlich funktioniert das alles. Ja, bis jetzt dritte Schaufel, dritte große Schaufel und wir haben auf jeden Fall noch Platz im Muldenkipper. Ups, das habe ich mich aus Versehen ein bisschen gedreht, das war nicht geplant. Oh, das ist noch Platz. Das ist schön. Das ist cool. Bagger funktioniert problemlos. Wir hatten ja auch schon Bagger, die haben ein bisschen Probleme gehabt, die waren ein bisschen buggy, aber der funktioniert super. Gar kein Thema. Wir können ihn auch noch bis zum Rand oben hin voll machen, das heißt, da passen noch einige Schaufeln rein. Einige. Wenn wir noch weiter bis hinten voll machen können, dann passt da einiges mehr rein. Gut. Ich würde jetzt gerade den Muldenkipper mal ein Stück nach vorne fahren, damit wir gescheit einladen können. Whoops. Das ist krass, dass die Warnblinker blinken. Ich komme irgendwie nicht drauf klar. Ich habe so lange drauf gewartet. Ich habe mir die Patchnotes von dem 8. Update nicht durchgelesen. Ich habe nur gesehen, dass da ein neues Fahrzeug mit dabei ist. Und jetzt haben die das so klammheimlich ausgebessert. Anscheinend. Vielleicht ging es auch schon vorher. Ich habe es nur nicht mehr ausprobiert. Ich weiß es nicht. Hilfe. Naja. So, da geht immer noch eine Schaufel drauf. Da müsste immer noch was drauf gehen eigentlich. Ich muss jetzt gerade mal so ein bisschen in den Graben reinfahren. Schafft er aber. Gar kein Thema. Damit wir da vorne ein bisschen ausheben können. Sind jetzt bei 78%. Das heißt, wenn wir noch ein bisschen baggern, haben wir das alles mit einer Furie weggemacht, wenn es gut läuft. Wahrscheinlich aber, ich glaube, einmal leeren müssen wir. Genau, jetzt fällt schon hinten ein bisschen was runter. Jetzt müssen wir leeren. Aber ey, da passt viel drauf. Richtig, richtig cool. Also Highlight, auf jeden Fall. Machen wir gerade mal ein Foto, weil so einen Muldenkipper gab es ja noch nicht. Ey, der Warnblinker blinkt und ich bin nicht im Fahrzeug drinne.
Es ist so krass schockierend. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, ich denke mal, den Rest schaffen wir jetzt wirklich da rein. Das ist ja nicht mehr viel, ist nur so ein bisschen. Ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen festgefahren, oder? Wir haben es schon. Es waren schon die Baggerarbeiten. Dann haben wir den Bagger wenigstens auch schon mal benutzt. Fahren wir gerade mal wieder ein bisschen zurück. Runter von der Baustelle. Und Teile anliefern. Baumaterial liefern. Kriegen wir hin. Palette PVC-Rohre. Haben wir hier einen Anlieferungspunkt? Haben wir sogar. Dann würde ich total gerne jetzt die Sachen anliefern lassen und wir holen uns dann keinen Turmdrehkran, sondern wir holen uns einen Mobilkran. Ich glaube, Turmdrehkran haben wir auch gar keinen Platz hier. Und dann tun wir mit dem Mobilkran die ganzen Sachen mal hier bewegen. Dann sehen wir auch mal einen der neuen Mobilkräne. Und die Kiste stellen wir irgendwo hin, wo sie nicht stört. Ist ja doch ein bisschen größer geraten. Ich würde sagen, hier vorne vor die Einfahrt vielleicht. Wisst ihr, was ich auch mal gerne machen würde? Es gibt diese Fahrzeuge ja wirklich in riesengroß, wo dann so ein Schaufelradbagger in einem Kohlebergbau oder so Material abträgt. Und das in, beziehungsweise, wird das in so Karren gefüllt? Nee, bin ich mir gerade nicht sicher. Nee, Schaufelradbagger werden nicht in so Dinger gefüllt. Es wird ja alles über Förderbänder befördert. Aber halt bei so anderen Bergwerken wird ja in so Fahrzeugen quasi alles reingebaggert. Nur in riesengroß würde ich auch total gerne mal fahren oder mal mitfahren. Muss Wahnsinn sein, wenn du da so ein halbes Dorf fährst. Das ist ja wirklich riesengroß, so Dinger. Gut, wir gehen mal Material besorgen. Das heißt, wir springen gerade mal jetzt im Baustoffhandel, betreten den und kaufen einfach mal die ganzen Sachen, die wir brauchen. Zwei davon, zwei davon, zwei davon, zwei davon, eins davon. Zur Kasse, liefern an die Baustelle und dann holen wir uns einen Mobilkran. Und dann haben wir auch mal den neuen Mobilkran hier oder einer der neuen. Es sind ja zwei Stück insgesamt, die bei dem Sunny-Pack hinzukommen. Sunny, da haben wir sie. Und zwar haben wir immer die riesengroße Variante und einmal die etwas kleinere Variante. Ich glaube, für diese Baustelle hier reicht auf jeden Fall die etwas kleinere Variante. Wir kaufen einfach mal den, kostet 375.000. Wir haben genug Geld. Wir haben noch 8.602.000 irgendwas und ein paar zerquetschte. Also das reicht auf jeden Fall für alle Fahrzeuge. Aber wenn es noch tausende Fahrzeug-DLCs für den Bausimulator gibt, dann wird es irgendwann mal eng. Da ist ja Geld weg, was wir mit den Missionen verdient haben. Das ist also der Kran. Ich finde den optisch eigentlich gar nicht so verkehrt. Irgendwie interessant aus. Hat auch zwei, nee, der lenkt mit allen möglichen Achsen mit. Der lenkt mit allen mit, alles klar. Lenkt mit allen Achsen mit. Sieht auch trotz der Größe, dass der, oder beziehungsweise dass der andere größer ist, sieht der auch schon mega groß aus. Ich bin mal gespannt, wie groß dieser Kran hier wirklich am Ende ist. Wir machen mal eine Schnellreise, würde ich sagen. Optisch auf jeden Fall ganz cool. Kann man schon mal sagen. Und ich würde ihn jetzt hier einfach mal Lichter an, Warnblinker an. Und der Warnblinker von dem Muldenkipper blinkt immer noch. Ich komme nicht drauf klar. Ich würde ihn jetzt einfach mal so hier hinstellen. Gucken wir mal, wie groß der sich macht. Oha. Okay, der hat schon ziemlich große Stützen. Also ich denke mal, der hat schon eine ganz schöne Reichweite. Wir können ihn ja gerade mal komplett ausfahren. Gucken wir mal, wie groß dieser Kran ausfahren kann. Ich glaube, der hat schon einige Stufen beim Ausfahren. Der hat schon, der kann schon. Vielleicht kann er nicht ganz so viel Gewicht tragen, aber der hat auf jeden Fall eine Reichweite. Wir sind immer noch nicht bei der letzten Stufe. Ich glaube, wir sind jetzt bei der vorletzten. Kann das sein? Das ist jetzt die letzte, glaube ich.
über den Wolken. Nicht schlecht. Gut, das müsste das Maximale sein und es ist wirklich unglaublich hoch. So hoch, dass nicht mal die ganze Map da schön nachgeladen ist. Sieht alles so ein bisschen wie Pappe aus. Nicht schlecht, auf jeden Fall nicht schlecht. Könnt ihr gerade nochmal aussteigen, von unten gucken? Gott, da wird es einem schwindlig. Beziehungsweise, mir wird schwindlig, wenn ich bei uns zu den Windrädern in den Wald reingehe. Und die sind ja 200 Meter hoch. Und wenn du da dich direkt an die Tür unten stellst, ach, wie cool, die Kabine neigt sich sogar. Wie cool ist das denn? Die bringen immer mehr Details rein. Sehr schön. Ja, wenn du dann so unter dem Windrad stehst und guckst einfach gerade nach oben und siehst, wie gebogen der Turm ist und dann knackst dieses Stahl von diesem Turm oder was auch immer das ist, jedenfalls die Schrauben, irgendwas knackt dann immer total laut und oder vielleicht auch die Bremsen von der Gondel oben, wenn die sich dreht. Es ist einfach ein mega gruseliges Gefühl, wenn du dann siehst, wie das Ding da schwankt und du stehst da einfach so direkt runter und das ist einfach krass. Dann noch die Geräusche damit dabei. Das ist Adrenalin. Finde ich krass. Ja, nice. Richtig schöne Ansicht, auf jeden Fall. Ja, auch, dass die Kabine so geneigt ist. Finde ich cool. So, ich fahre mal wieder ein bisschen den Kran ein. Wir brauchen ihn nicht so lange. Oder so groß ausgefahren. Ich würde ihn jetzt einfach wieder so ein bisschen einfahren. Es ist aber auch verdammt schwer, den einzuschätzen. Oder einzuschätzen, wo wir gerade sind. Mit dem Haken. So, wir sehen es am Schatten, dass wir immer weiter einfahren. Wir sind irgendwo bei unseren Materialien auf jeden Fall. So, gerade mal ein bisschen anheben, ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach vorne. Wir sind dran, PVC-Rohre, wir haben sie. Jetzt hochheben. Ganz gefühlvoll, ganz gechillt und wieder ein bisschen ablassen. Ich liebe es ja eigentlich, aus dieser Perspektive zu arbeiten, aber als ich das damals gemacht habe, oft bei den Krähen, auch beim Turmdrehkran so gearbeitet habe, gab es leider immer ein bisschen viel Beschwerden. Das heißt, ich werde jetzt nochmal so kurz hier so arbeiten und dann werden wir wieder in die Außenansicht wechseln. Das war nicht das, was ich anhängen wollte. Verdammt. Gut. Ja, das ist dann natürlich das Problem, wenn man irgendwie ein bisschen was Falsches anhängt. Gut, gehen wir gerade mal wieder in die Außenansicht. Ups, ups, Entschuldigung, Entschuldigung. Mobilkran. Ja, Mobilkranbedienung ist, finde ich, nämlich in der Ansicht schwieriger fast noch als in der Ego-Perspektive. Außer das Abschätzen. Das Abschätzen ist ein bisschen in der Ego-Perspektive schwieriger. Aber so die Steuerung und Bedienung ist in der Ego-Perspektive auf jeden Fall angenehmer. Was ich aber dann auf jeden Fall noch testen will, ist, ob die Kabine sich wirklich bei dem Hoch und Runter mitneigt. Ja, sieht so aus. Bei dem Hoch und Runter neigt die sich mit. Das ist schon geil irgendwie. Das ist schon geil irgendwie. Okay. Rohre verlegen. Kennt man sich aus mit. Gut. Hier. Anhängen. Ich meine, ich werde immer noch ein größerer Freund von den Turmdrehkrähen sein, aber Mobilkran ist auch schon was Feines und ich finde auch die Fahrzeugmodelle hier sind wirklich wieder sehr schön gelungen in dem Fahrzeugpack. Und wie gesagt, pro Fahrzeugmodell 1 Euro. Das ist eigentlich wirklich, für die Qualität von den Fahrzeugen ist es wirklich echt wenig. Echt wenig. Oh, ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde angekommen. Urlaubsvorbereitung muss mich hart an den Zeitplan halten. Gut, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge dann damit weiter. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.